Ich habe auch viel Leben. Das Teller kriegen wir auch nicht auf, schade. Jetzt sprinten wir mal wieder rüber mit dem Teil hier. Wam, 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 geht es schnell. So. Zack. Schön Geld sammeln. Geld sammeln, Geld sammeln, Geld sammeln. Und losrennen. Komm schon! Lass mich los! Lass schon weg hier! Ich weiß, wie man rennt. Lass meine Hand los! Okay. Wir müssen weiter. Nee, wir brauchen erstmal noch Geld. Jumper am anderen Ende des Raumhafens. Sturmtruppler im Anmarsch. Sehr schön. So. Jetzt, wir brauchen jetzt Ray. Dann müssen wir hier. Ich wollte den Schwachpunkt von den Teil ausmachen, aber es geht anscheinend nicht. Ja, schon einfach nur um die Münze zu holen. Hat sich das auf jeden Fall gelohnt. So, müssten jetzt die letzten Schritte zu wahrer Jedi sein. So. So. Oh, das hat es jetzt nicht unbedingt gebracht. Ich dachte, es mal wieder irgendwas drin, aber nee, da ist ja nie was drin. So. Okay. Oh, es ist so wenig, was da fehlt. Ja, wahrer Jedi. Sehr schön. So, mal wieder Kohle abgestaubt. Noch mehr. Haben wir noch nicht genug. Mann, war das blöd. Zum Glück kann das wahre Jedi nicht wieder verloren gehen, wenn man hier so eine dumme Aktion wie ich macht. Was ist denn Taste 5? Was ist denn Taste 5? So. Okay. Muss gleich mal gucken, was Taste 5 war. Schon wieder vergessen. Warte mal, mit welcher Taste steige ich auf die Dinger da auf? Optionen. Steuerungseinstellungen. Taste 5 Charakterwechsel. Taste.
Okay, trotzdem hier noch. Wir nehmen mal so viel Geld wie möglich mit, damit wir uns hier irgendwann was richtig Schönes kaufen können. Okay, hier draus könnte man noch was bauen, und zwar eine Schlauchverlängerung. Ah, und wie schön, eine Sprenkleranlage. Oh. Wirklich schön. Money, money, money. Ah. Machen ja aber auch einen Stress. So. Was soll ich denn damit jetzt machen? Goldene Lego-Gegenstände können durch Schnellfeuer wie zum Beispiel. Ah, okay. Ah. Wir müssen durch den Kontrollturm. Wir müssen durch diese Wand. Vielleicht gibt es einen Weg hinüber. Sehen wir oben nach. Oh, wir lassen es BB-8 wie immer machen. Oh. Ist das nervig. Ein Fickviecher. So, in die Richtung muss man tatsächlich. Zack, das hat's ja gebracht. Achso, nee, hat's ja wirklich. Hier ist ein Schacht, aber er ist blockiert. Ich brauche Hilfe. Gut, da brauchst du Hilfe, da kann er eigentlich nur Finn mit nach da oben kommen. Aber der hat wahrscheinlich mal wieder keine Lust. So. Warum kommt der nicht hoch? Ist der bekloppt? Aha, und wie soll jetzt der andere da hochkommen? Also. Also Poe. Ah, das lässt sich doch hier noch schön zerballern. Wenn es jetzt gerade gar nicht so viel gebracht. Doch, na klar, wir kommen doch da drüber nach da oben. Also hoffe ich. Und das kann wahrscheinlich nur Finn machen, oder? Nee, Spacker. Nah dran. Okay. Muss man noch irgendwas Entscheidendes sein, dann würde man nicht hinkommen, außer Geld. Offenbar hier ist irgendwo noch so ein Ding, sondern ihr wisst schon, Ding. Nach jeder begehrt. Aber nee, erscheint mir noch nicht ganz so. Schade, leider nicht. Okay. Okay, dann machen wir noch das hier. In Chewbacca, kommt man hier trotzdem hoch irgendwie auch wenn. Ah, na klar, hier über den. Ja und? Hat es jetzt gebracht? Nichts. Anscheinend die richtige Antwort. Ah, na klar. Wenn da draußen mal wieder was anderes noch bauen. Habe ich natürlich komplett verpeilt. Ja, schon gibt es sogar noch Kohle für. So, nee, da muss sie wieder ran. Die Gun ist hier ganz klassisch. Rein damit und drehen, 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 drehen,
Dann kommt auch Poe dahin. Nee, warte, Finn immer noch. Immer noch Finn. Vergesst immer, dass der Finn heißt. So, jetzt haben wir wechseln. Aber Ray kommt da ja sowieso hin. Streng dich an! Ja klar, ich streng mich nicht an. Oh, das war laut. Okay, jetzt muss sie. Ja, damit sollten wir diese Wand loswerden. Da ordentlich gegenwerfen. Alles ja, klar. Hoppla. Okay. Sehr schön. War ziemlich merkwürdig, dass bei dieser Explosion gerade niemand gestorben ist, aber... Na gut. Warte mal, da kann man doch noch was draus machen. Vielleicht kann ich noch irgendwas draus machen. Nee, nochmal kaputt machen geht nicht, oder? Warum leuchtet denn das noch so blöd? Probieren wir es nochmal damit. Ob hier nochmal irgendwas ist. Na los. Scheiß drauf. Okay, dann gehen wir weiter. Im Duktus. Wir werden wahrscheinlich gleich wieder. Wie heißen sie? Wer sind denn hier von der ersten Ordnung, die, ja keine Klone mehr. Sind es denn jetzt, ein Rad brauchen wir, achso. Auch schön. Das Rad wird da wahrscheinlich gleich abfallen, wenn wir da was gegenwerfen, und zwar das hier. Zack, und dann fällt das Rad ab. War ja klar, und dann nehmen wir das hier auf. Machen das hier fest. Sehr schön. Achso, reden muss man. Nein, nein, nein. Fertig gedreht. Gebt uns Deckung, wir stellen Schilder auf. Okay. Gehen natürlich mal wieder direkt komplett krass an. Die bringen noch mehr Sturmtruppler. Gut, wir müssen als erstes natürlich mal den machen, der am gefährlichsten ist. In dem Fall da oben. Weil wir hier dieser ultra geile Effekt, das sieht einfach so mega nice aus. Mit der Tiefen und Schärfe. Boah, krass. Ich finde, im ersten Level mit Han Solo sah das immer noch am besten aus. So. Da kommt ein Schiff. Ein weiterer Truppentransporter ist auf dem Weg. Er hat ein Blastergeschütz. Wo denn da, da, da? Da kommen noch mehr. Dann geht denn das hier noch? Ich weiß eigentlich, das wird nix benutzt. Okay. Es nähern sich noch mehr Schiffe. Oh. Das ist wohl eins von den noch mehr Schiffen. So. Sie drehen noch eine Runde. Ah. Gut. Gerade extrem laut irgendwie bei mir auf den Ohren.
probiere mal euch ja nicht anzuschreiben, wenn es laut ist, aber es ist schwer, weil du kannst es halt überhaupt nicht einschätzen, wenn du Kopfhörer auf hast. Du bist teilweise wirklich erschrocken, wenn du Kopfhörer runternimmst und du merkst, wie laut du eigentlich sprichst. Sie haben was von diesen Kisten runtergeschossen. Sehr schön. Nein. Fuck. Kann er jetzt durch und was macht er da?